CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Haltung der Bundesregierung zu Einwänden der EU-Kommission in Bezug auf die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland. So lautet die beantragte Aktuelle Stunde, die Bündnis 90 Die Grünen heute hier beantragt hat. Ich stelle zu Beginn meiner Rede fest, dass von Ihnen, Frau Wilms, von Ihnen, Herr Gastel, kein einziger Einwand von Bedeutung der EU-Kommission gegenüber einer Pkw-Maut in Deutschland, die im Konzept vorliegt, vorgetragen worden ist. Das kann auch gar nicht sein, denn es wäre ja komisch, wenn die Einwände vor der Veröffentlichung eines Gesetzentwurfs öffentlich würden. So, und von daher ist diese Debatte, die Sie hier heute beantragten, nichts anderes als der Versuch, einen Vorgang zu skandalisieren, der gar nicht skandalisierbar ist, weil eben ein tatsächliches Konzept das Licht der Öffentlichkeit noch gar nicht erblickt hat. Darum kann es keine Einwände der Europäischen Union in dieser Frage geben. Die Frage, wenn Sie den Entwurf haben, stellen Sie ihn hier gerne vor. Wenn es tatsächlich Einwände der EU-Kommission gibt, tragen Sie diese hier vor. Sie haben es bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht getan. Und im Übrigen, weil der Kollege Scheuer gerade EU-Kommission Kallas zitiert hat, ich will das auch noch einmal tun. In der gerade schon erwähnten Antwort vom 28. Oktober 2013 auf eine Anfrage von Michael Kramer, Ihrer Fraktion im Europäischen Parlament. Der Verkehrskommissar hat damals wörtlich gesagt, grundsätzlich stellt eine Senkung der Kraftfahrzeugsteuern für gebietsansässige Nutzer bei gleichzeitiger Erhebung angemessener Nutzungsgebühren für alle Nutzer also keine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar. Deutlicher geht es nimmer. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Kommentar der Europäischen Union, der Kommission. Die ist hier maßgeblich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, worum geht es hier tatsächlich? Es geht hier darum, darüber nachzudenken, wie wir mehr Geld in unsere Verkehrsinfrastruktur investieren können. Das ist mittlerweile eine politische Binsenweisheit, die auch bei Ihnen, Frau Wilms, angekommen sein müsste. Wir müssen mehr Geld in die Unterhaltung, in die Sanierung und auch in den Ausbau unserer Fernstraßen investieren. Und da gibt es nur drei Möglichkeiten, woher das Geld kommen kann. Entweder neue Schulden oder Steuern oder Gebühren. Neue Schulden sind mit uns nicht zu machen. Aus Steuermitteln stellen wir in dieser Legislaturperiode 5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Und darüber hinaus werden wir Gebühren finanziert, nämlich durch eine Pkw-Maut zusätzliche Mittel für den Fernstraßenbau, für die Sanierung von Fernstraßen in Deutschland generieren. Und Sie unterliegen einem Irrtum, wenn Sie glauben, es ginge darum, Ausländer abzuzocken. Nein, es geht, so wie es im Koalitionsvertrag wörtlich heißt, um die zusätzliche Finanzierung von Fernstraßenbau in Deutschland. Um nichts anderes, nicht um Abzocke, sondern um mehr Mittel in Investitionen. Und darum haben wir, es ist mehrfach vorgetragen worden, zwei Bedingungen festgelegt. Erstens. Wir haben zwei Bedingungen ausdrücklich festgelegt. Ich komme gleich noch zu einer weiteren konkludenten Bedingung, wenn man so sagen will. Die beiden ausdrücklich niedergeschriebenen Bedingungen lauten: keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer und die Regelung soll EU-rechtskonform sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass beide Bedingungen im Gesetzentwurf von Minister Dobrindt enthalten sein werden. Lassen Sie uns dann darüber reden, wenn der Gesetzentwurf vorliegt. Ich sage Ihnen, beide Bedingungen werden erfüllt sein. Und es gibt eine konkludente Bedingung, die ich auch noch hier erwähnen will. Vernünftig muss die Regelung schon auch noch sein. Und vernünftig heißt, der Aufwand muss deutlich geringer sein als der Nettoertrag. Er muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen, denn nur zum Geldwechseln werden wir natürlich keine Pkw-Maut einführen können. Wir wollen, dass am Ende Mittel übrig bleiben für den Fernstraßenbau. Und wenn ich mir anschaue, dass bei der erfolgreichen Einführung der Lkw-Maut gerade einmal 10% des Aufkommens für deren Verwaltung draufgehen, liegt die Latte da in einer richtigen Höhe. Sie muss nach Möglichkeit noch darunter liegen, dass möglichst viele Mittel in den Fernstraßenbau investiert werden können und nicht nur Geld gewechselt werden kann. Und es bedeutet im Übrigen auch, dass die Regelung praktikabel sein muss. Wir wollen kein bürokratisches Monster. Wir wollen eine praktikable Handhabung der Pkw-Maut. Auch das ist selbstverständlich. Ich bin sicher,
Ich bin sicher, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass all diese Bedingungen in einem Gesetzentwurf von Minister Dobrindt enthalten sein werden. Darum verstehe ich die Aufregung zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir werden ja noch viele Möglichkeiten einer Debatte haben, dann auf dem Fundament eines ordentlichen Gesetzentwurfs. Und dann werden Sie sehen, der Koalitionsvertrag wird Punkt für Punkt eingehalten werden, so wie wir es vereinbart haben und so wie wir es im Übrigen der Infrastruktur und damit den Menschen in diesem Land schulden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ulrich Lange ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.